Songs. Wir spielen für Verliebte spielen wir Songs. Wir spielen für nicht mehr ganz so verliebte Leute spielen wir Songs. Und wir spielen auch Songs für Verheiratete. Also wir haben alles dabei heute Abend. Aber ganz klar, wir haben natürlich auch Songs für Singles mit dabei. Deshalb die Frage an euch. Ich brauche nochmal Licht aufs Publikum, wenn es geht. Wer von euch ist noch Single? Hand hoch. Wer von euch ist in einer Beziehung? Hand hoch. Wer von euch ist in einer Beziehung und wäre gern Single? Hand hoch. Oha. Ein, zwei waren dabei. Ich glaube, die sind entweder alleine hier oder sie legen es heute Abend drauf an. Ich habe eine Methode gefunden, wie man das ein bisschen charmanter erfragen kann. Und das muss keinem peinlich sein, das kriegt auch keiner mit. Voraussetzung ist, dass alle mitmachen. Und zwar immer, wenn es heißt für euch, ja, stimmt, dem stimme ich zu, dann macht ihr den Mund geschlossen und macht Wichtig ist, alle den Mund geschlossen haben, nicht bewegen, dann sieht auch keiner, ob ihr dabei seid oder nicht. Also immer, bei ja, immer Wir probieren das mal aus mit ein paar weniger verfänglichen Fragen. Wer hat denn heute schon geduscht? Waren aber auch nicht alle, oder? Na gut, wer hält sich denn für attraktiv, äußerst charmant, bescheiden und eloquent? Das waren alle. So, wer ist in einer Beziehung? Wer ist Single? Lustig, sie sind weniger Singles, aber die sind lauter. Wer wollte das wissen heute Abend? Und jetzt, wer ist denn in einer Beziehung und wer gern Single? Okay, wer ist in einer Beziehung und wer gern manchmal Single? Siehst du? Da waren aber einige dabei. Aber das mag ich so an Hanau. Das habe ich in den letzten Jahren schon festgestellt. Ihr seid ehrliche heute und deshalb kommen wir immer wieder gerne zu euch. Und es ist ja so, weißt du, wenn du was gefunden hast, dann stellt man sich oft vor, scheiße, ich will das andere haben. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, ist es meistens doch schon immer die beste Option. Und darum geht's im nächsten Song, der heißt Und wenn die will. Hast du längst alles gefunden?